Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Life is Feudal, Your Own mit Dragodor. Ja, ich reite hier gerade an unserer Burg entlang, an unserer ja, Außenseite, Außenmauer der dritten Ebene, die wir jetzt schon fertig geflattet haben und die jetzt auch schon fertig im Bau ist, also beziehungsweise die Außenmauern. Da haben die Jungs die letzten Tage, die Jungs und Mädels muss man sagen, die letzten Tage sehr, sehr viel geschaufelt und abgetragen, geflattet. Und jetzt sind es nur noch die letzten Mauerstücke. Da schauen wir uns jetzt mal. Gehen wir da mal kurz rein. So, wir haben auf dem letzten Server waren wir auch schon ziemlich weit und jetzt auf diesem Server konnten wir jetzt mit vereinten Kräften da absteigen. Auch die dritte Ebene fertigstellen. So, und das sind jetzt hier noch. Können wir hier mal eine Runde drehen. Genau, hier sind noch Mauerteile, die noch fertig zu bauen sind. Aber ansonsten können wir dann eben die dritte Ebene fertigstellen. Beziehungsweise, wie gesagt, die Mauerteile erstmal rundherum, dass die Ebene erstmal safe ist. Und dann können wir auch damit beginnen, die ganzen Gebäude hier zu bauen. Die sind ja momentan noch alle auf der obersten Ebene. Aber die ziehen wir dann, wenn wir hier unten safe sind, runter. Und genau, dann kommen hier die ganzen Gebäude hin. Sehr, sehr genial, sehr nice. Alles schon aufgeschüttet hier. Auch die Rampe hier. Und genau, jetzt sind hier noch ein paar Mauerteile zu erledigen. Ich glaube, bei den meisten ist eh schon alles drin oder ein Großteil. Ja, hier fehlen noch ein paar Steine. Und hier fehlt noch ein Brett. Naja, daran soll es jetzt auch nicht mehr scheitern. Und wie schaut es hier aus? Da fehlen noch zwei Bretter. Da ist noch gar kein Brett drin. Dann nehmen wir hier mal die Steine raus. Die hauen wir da hinten rein. Dann können wir nämlich hier das nächste Mauerelement schon fertig setzen. Und dann kriegt auch jede Berufsgruppe ihr Viertel, ihr Stadtviertel. So, da fehlt noch ein Brett fehlt da noch. Ja, das. So, da können wir auch noch Storner reinhauen. Schaut's da hinten aus. Lehm haben wir noch. Aber ich glaube, die Treppe da, die war schon ziemlich. Genau, das sind die Steine. Ja, der Treppenaufgang, der ist auf jeden Fall auch schon ready. Und dann können wir hier schon langsam beginnen, das Lager richtig schön auszubauen. Genau, weil dann kann ja auch von der ersten, von der ganz oberen Ebene die Gebäude, die können dann so nach und nach weg. Die kommen dann alle hier auf die dritte Ebene runter. Und wir können dann irgendwann, wenn wir dann im Prinzip mit der dritten Ebene fertig sind, und dann auch die Baustellen oben für die Large Keep oder Castle Keep Ebene gesetzt sind und wir die ganzen Steine und Granit und was wir alles brauchen werden, dann da reinsetzen, dann können wir auch
mit der nächsten, mit der vierten Ebene beginnen. Das heißt, es kommt rundherum nochmal eine Ebene. Da sind wir allerdings gerade in der Planungsphase, wie wir das am besten bewerkstelligen. Also es gibt schon einen Plan, allerdings versuchen wir das natürlich alles noch ein bisschen zu optimieren und tüfteln da noch. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wie gesagt, weil bis es soweit ist, werden wir noch einige Gebäude und einige Rohstoffe anschleppen müssen, einige Gebäude bauen. Und bis dahin können wir uns dann da noch Gedanken machen. Wird auf jeden Fall auch wieder etwas abgesetzt. Und ja, mit Burggraben und allem drum und dran, was man so braucht im Mittelalter. Aber die Frage ist noch eben genau wie. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, mehrere Varianten, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Aber es wird auf jeden Fall geil. So, jetzt bauen wir hier mal die Treppen, den Treppenaufgang hier fertig. Und da ist er. Genau, und hier, die nächsten Mauern, hier sind zwei Bretter drin. Das heißt, ein Brett kann man da rausnehmen, weil das kann man da hinten brauchen. Da fehlt nämlich genau eins. Wir müssen dann eh noch weitere Bretter sägen. Aber dann ist hier zumindest das Loch zu. So, sehr schön. Und ja, was haben wir hier noch so? Steine sind drin, Lehm. Das ist Großteil, das ist was jetzt hier noch so fehlt. Und Bretter. Okay, Bretter, Moment. Bretter, Bretter, Bretter. Da habe ich doch vorher schon gesehen. Hm, da waren noch Balken in mir. Da können wir noch. Ja, da vorne sind noch die ganzen Trader Cards. Mal schauen, wie es hier ausschaut. Ja, hier sind auch schon Bretter, Steine und so weiter drin. Ich glaube, Balken waren da vorne noch. Ja, ich schaue jetzt einfach hier mal. So, weil dann können wir hier Hardwood Logs. Können wir mal inspekten. Okay. Schaufel brauche ich jetzt glaube ich nicht. Dann säge ich da noch ein paar Bretter raus. Go out. Board. Carpentry is not raised. Nee, Carpentry muss ja eigentlich auch runter. Aber eh schon zu viel. So, 9 Bretter, wie viel brauchen wir denn da hinten? Wenn es nicht genau geschaut.
Ein paar gingen schon. So. Dann weiten wir da mal hinter. Das wird dann da hinten, glaube ich, die Farmer-Ecke, ja genau. Und dann auch die Stelle hierher. So, wie schaut's denn hier aus? Brettel können wir da schon verbauen. So. Lehm und noch knapp 500 Steine. Ja gut, das dauert natürlich noch ein bisschen, bis die Steine da hier verklopft sind. Wenn wir dann später die ganzen Bäume zersägen, Bretter reinschmeißen in die Baustellen, alles befüllen und dann der Reihe nach alles auffüllen. Dann kann der Gebäudebau voranschreiten hier. Ja, das wird sehr nice. Sehr cool wird das hier. Könnte jetzt schon fertig werden. Das Mauerelement. Ja. Sehr schön. Oh, wie schaut es hier so aus? Da haben wir auch Lehm. Eine. Ja, Bretter brauchen wir da noch. Alles schön verklopfen da. Noch Kleinigkeit essen, dass wir mal gesättigt sind. Ja, Food Quality. Multipler ist aber nicht so hoch. Was ist denn da los? Wahrscheinlich schon eine Zeit lang nichts mehr gegessen. Okay. Genau, Baustelle ist ja auch schon gesetzt, das Warenhaus. Brauchen wir auch nochmal 6 Bretter. Hinten beim Turm müssen wir schauen, da gehört auch noch einiges rein. So, nochmal 300. Auf geht's! So, man könnte natürlich jetzt hier sich mal schnell hinsetzen. Durch das Hinsetzen regeneriert man nämlich wieder Stamina. Dadurch verbraucht man Sättigung.
Und dann kann man wieder was essen. Weil wir haben ja hier... Sättigung geht jetzt runter. 91, 90 und hier geht eben Hard Stamina, das ist der gelbe Bereich, und Soft Stamina ist ja der grüne Bereich da dahinter, beziehungsweise der vordere Balken ist der Hard Stamina. Der füllt sich da jetzt langsam auf und währenddessen geht hier der Hunger runter. So. Und wenn der voll ist, ist man im Prinzip satt. Dann kann man wieder aufstehen. Ja, satt sage ich. Dann ist man im Prinzip wieder fit und dann kann man noch was essen. Damit der Hunger wieder hochgeht. Dadurch müsste eigentlich der Food Quality Multiplikator auch hochgehen. Okay, aber das ist nicht lustig. Dann muss ich doch wohl Pizza essen. Okay, vielleicht liegt es am Beefsteak. Aber ich hatte schon mal einen Multiplikator von mehr. Von höher. Da war schon mal höher. Okay, na, muss man mal schauen. Vielleicht kommt man noch dahinter. Hier fehlen noch zwei Bretter. Ich kann die nur raussägen. Da fehlen noch 10 Bretter. Da wird geklopft. Also, warte mal, das wird man da beim Turm. Ja, gut, da fehlen noch mehr Bretter und vor allem noch 2000 Steine. Da müssen wir mal viele, viele Steine holen. Aber das kriegen wir schon. So. Das ist übrigens das Heavy Warhorse, das ich hier reite. Das so klappert. Mit der Rüstung. So. Schönes Pferd. Schönes Pferd. Da sieht man jetzt beim Sägen, wie hier Soft Stamina runtergeht. Und Hard Stamina ist jetzt das Gelbe im Hintergrund. Da sieht man es jetzt schön. Wenn der Balken da unten ist, sozusagen, dann reduziert sich das Hard Stamina auch um 1. Okay. Können wir noch ein paar Bretter da raushauen. Dann galoppieren wir wieder zurück. Und dann hier fehlen noch zwei Bretter, die
Bin gleich verbaut. Geht dann die Sonne auf. Das schaut auch cool aus hier. So. Und hier haben wir auch nochmal 10 Bretter. Da fehlen dann noch 33 Steine oder was? Geh, 33 Steine. Wobei, wenn die da fehlen, ist genauso. 33 Steine? 33 Steine. Komm jetzt. Na, da sind keine Steine mehr. Da sind noch welche. Nehmen wir die da raus jetzt, weil. Da sind eh die 200 nicht, aber dann können wir die zwei Mauerteile da zumindest noch fertig machen. Jo! Ja, dann werden wir mit den Jungs dann später hier noch ein bisschen weiterbauen, bis es rundherum zu ist hier. Und dann wieder ein Gemeinschafts-Let's Play aufnehmen. Immer hier die dritte Ebene so nach und nach wieder aufbauen. Dass wir hier bald wieder auf dem Stand sind vom vorherigen Server, beziehungsweise eigentlich sind wir jetzt dann bald schon auf dem weiteren Stand, weil beim vorherigen Server waren wir noch nicht safe rundherum. Da waren zwar schon einige Gebäude gestanden, aber wir waren noch lange nicht safe und jetzt ist die Ebene flach aufgeschüttet und die Mauern werden rundherum zugebaut und dann sind wir hier safe. Und danach fangen wir halt dann an mit den Gebäuden zu bauen. Das machen wir jetzt taktisch ein bisschen anders. Ist dann wohl sinnvoller. So. Die letzten Steine da in den Mauerteil verhauen hier. Und dann sind wir hier auf jeden Fall wieder ein Stück weiter. So. Ja, komm schon. Da ist viel Arbeit. 100 Steine noch. Letzte Mauerteil auf dieser Seite. An der Ostwand. So, und dann kommt nur noch der Turm. Jawohl. Jo, dann hoffe ich, dass euch die Folge ein bisschen gefallen hat. Und ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, wenn es hier weitergeht. Bei Life is Feudal, Your Own. Mit Dragudor. Und natürlich den Antikern hier im Lager auf dem Root-Server. Und ja, wir haben noch einiges vor hier. Wird ein geiles Lager. Und ich hoffe, ihr bleibt mit dabei. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht beim nächsten Mal. Alles klar, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus. Euer Dragudor.